Na, ihr Käsekroketten, wie geht's euch heute? Mein Name ist Monique, heute ist Montag, was bedeutet, es ist Murder Mystery und Make-up Montag. Halloween Special. Falls du neu bist, jeden Montag übersetze und ergänze ich ein Video der fabelhaften Belisarian und versuche ihren Look nachzuschminken. Also, falls du interessiert bist an wahren Verbrechen und vielleicht auch an Make-up, abonniere gerne meinen Kanal, ich bin jeden Montag und Donnerstag für dich da. Donnerstags dann mit einer selbst recherchierten Geschichte. Das Originalvideo Bellys Kanal und ihr Instagram sind unten in der Videobeschreibung hinterlegt. Dort findest du auch alle Quellen, die ich zusätzlich durchgearbeitet habe und das, was ich an Make-up verwende. Am Donnerstag haben wir ja über Blanche gesprochen. Ein wirklich gruseliger Fall und ganz furchtbare Umstände. Die Frage, die bei allen zurückbleibt, ist, wie kann man so etwas seinem eigenen Kind oder überhaupt einem Menschen antun. Und heute sprechen wir über die Hexenprozesse von Salem. Massenhysterien waren schon immer ein Teil der Weltgeschichte. Zu verschiedenen Zeitpunkten, in verschiedenen Ausmaßen, mit verschiedenen Gründen. Es scheint jedoch, dass diese Massenhysterie aus dem 17. Jahrhundert das alles auf ein neues Hoch brachte. Weil sowohl europäische als auch amerikanische Kolonisten gleichermaßen fest daran glaubten. Sie glaubten fest daran, dass etwas Dunkles und Böses hinter ihnen her wäre. Diese bösen Kreaturen hätten übersinnliche Mächte, die Angst und Schrecken unter den Menschen verbreiteten. Und in diesem Fall solche Angst, dass innerhalb von einem Jahr 19 oder 20 Menschen hingerichtet wurden. Was heutzutage vielleicht nicht so viel klingt, aber in einem kleinen Dorf ist das schon ganz schön viel. Heute geht es unter anderem um Angst, Selbstjustiz, Politik und gefährliche Annahmen. Viele denken, dass sie wissen, was 1692 in Massachusetts passiert ist. Klar, ich meine, jeder hat davon gehört. Jeder. Es gab einen extremen und aggressiven Aufschwung von Hexenbeschuldigungen in einer kleinen Stadt namens Salem oder eher in einem kleinen Dorf namens Salem. Auf einem sehr kleinen Areal gibt es nämlich zwei Orte, die Salem heißen. Einmal das Dorf Salem und einmal die Stadt Salem. Beides liegt in Massachusetts oberhalb von Boston. Diese beiden Salems hatten Differenzen, sowohl politisch als auch religiös. Streitereien über Landesgrenzen, Grundbesitz und in beiden Salems waren die Einwohner hauptsächlich europäische Religionsflüchtlinge. Diese folgten einer sehr strengen Interpretation der Bibel. Ihr Glaube war streng und unnachgiebig. Wer sich nicht an die Regeln und Vorgaben hielt, war schneller unten durch, als du Amen sagen kannst. Wer etwas gegen die Regeln, Vorgaben oder in den Glauben sagte, war ein Sünder und musste bestraft werden. Ganz klar. Übernatürliches, der Teufel und Gott wurden in einem ganz klaren Licht gesehen und auch beurteilt. Das ist das und das ist das. Das ist genauso, wie wir euch das sagen. Punkt. Wenn du in Salem nicht an den Teufel oder das Übernatürliche glaubtest, hieß es, dass du Gott gleichermaßen ablehnst. Und damit wärst du genauso schlimm wie der Teufel selbst und man hätte dich im besten Fall einfach ausgeschlossen. Ganz einfach. Die politische Führung war nicht unbedingt vorhanden. Es war kurz nach einem Krieg und sie waren sich da alle noch sehr uneinig. Also wurde auch gar nicht groß darüber nachgedacht, Politik und die Kirche zu trennen. Es war da also alles in einem, was es nicht unbedingt besser machte. Hinter dieser Anspannung gab es auch noch eine eingetrichterte Angst vor dem Dunklen und Bösen, was hinter jeder Mauer lauern konnte. Dieses Dunkle, was da lauerte, sollte ein Versuchen von Gott wegzulocken und in die Arme von Satan treiben. Außerdem hatten sie sehr mit Angriffen zu kämpfen von amerikanischen Ureinwohnern. Von der Stadt Salem konnten sie keine Hilfe erwarten, da sie ja ihre Differenzen hatten. Und so mussten die dorfeigenen jungen Männer in die Schlacht ziehen oder ihr Dorf halt verteidigen. Es war also eine sehr angespannte Situation. Und der Glauben an Hexen und Hexerei war zu dieser Zeit sehr hoch. Sie glaubten auch fest daran, dass die amerikanischen Ureinwohner irgendwas mit Magie zu tun hätten. Die Stadt und das Dorf Salem hatten ja ihre Differenzen auf religiösen, politischen Wegen. Viele, viele, viele. Auch darum, wer 1689 den Ministerposten übernehmen sollte. Samuel Parris hatte die Chance auf diesen Posten. Doch er war in der Stadt Salem kein beliebter Mann. Er war bekannt und wurde eingeschätzt als nicht besonders vertrauenswürdig. Er war wohl etwas korrupt, denn Geld sollte man ihm lieber nicht anvertrauen. Andere fanden ihn wohl sehr passend und ich bin mir nicht ganz sicher, ich kann mir aber vorstellen, dass besonders die Dorfbewohner dachten, oh, die Leute aus der Stadt mögen ihn nicht. Naja, dann ist er ganz bestimmt der richtige Mann für diesen Job.
Samuel Parrish, seine Frau Elizabeth, ihre Töchter Betty und Susanna, ihr Sohn Thomas, ihre Nichte Abigail und ihre Sklavin Tituba zogen von Boston nach Salem ins Dorf, damit Samuel diesen Job antreten konnte. Laut seines Vertrages hatten sie Anspruch auf das Pfarrhaus, also um dort zu leben, und auch Anspruch auf das umliegende Land, was natürlich sehr verlockend ist. Anfang 1692 liefen dann seine Tochter Betty und seine Nichte Abigail gemeinsam weg. Niemand wusste, warum sie weggelaufen sind und wohin sie weggelaufen sind. Betty war erst 9 Jahre alt und Abigail war 11. Und ich glaube, sie liefen weg, um sich das Wahrsagen näher zu bringen, also um jemanden zu finden, der ihnen die Zukunft verrät. Sie wollten wohl einen Blick in die Zukunft werfen, um diesen gegebenenfalls zu verändern oder einfach nur ein bisschen zu erfahren. Und das, was man dann halt ganz gerne wissen möchte. Werde ich erfolgreich? Finde ich einen Mann? Wenn ja, wen? Wie ist der? Was macht er? Was habe ich zu erwarten vom Leben? Und diese zwei Mädchen taten etwas, was sie besser hätten nicht tun sollen. Kaum waren sie wieder da, redeten sie darüber. Sie plapperten es aus. Sie hätten es lieber für sich behalten sollen, aber sie redeten. Und das ist, wenn du in so einer streng religiösen Gemeinde lebst, nicht besonders gut. Aber nicht nur, dass sie darüber sprachen. Nee, sie verhielten sich dann auch anders. Merkwürdig. So, dass sich die Gemeinde schon Sorgen um sie machten. Im Februar 1692 kämpften die beiden Mädchen mit einer unbekannten Erkrankung. Betty zum Beispiel versteckte sich auf einmal unter Möbelstücken, bellte wie ein Hund, hatte starkes Fieber und schrie und weinte vor Schmerzen, die man nicht definieren konnte. Zusätzlich zu dem verformte sie ihren Körper in ja fast unmenschliche Posen. Abigail verhielt sich ähnlich. Beide Mädchen sagten aus, dass sie in die Arme, in den Rücken und in den Nacken gebissen und gekniffen wurden. Samuel versuchte natürlich seiner Tochter und seiner Nichte so gut es ging zu helfen. Er betete, was das Zeug hielt und versuchte auch einige Heilmittel aus, aber nichts brachte irgendwas. Nichts davon machte es irgendwie besser. Samuel rief dann einen Arzt und einen weiteren Minister zur Hilfe. Dieser weitere Minister hieß John Hale. Beide kamen zu der Erkenntnis, also keine offizielle Diagnose, sondern zu der Überzeugung, dass die Mädchen verhext wären, dass eine Hexe sie mit einem Fluch belegt hat oder es ihnen angehext hätte. Oh ja. Die sind eindeutig verhext, damit kämpfen sie. Und das schockte ja nicht nur die Gemeinde. Das löste eine der größten Hexenverfolgungen der Geschichte aus. Nachdem die Einschätzungen von diesem Arzt und dem Minister feststanden, ging das natürlich als Info durch das Dorf. Die Gemeinde schnatterte darüber. Und das ist ja auch irgendwie immer so, ne? Sobald es irgendwas zu erzählen gibt, schnatter, schnatter, schnatter. Und es bleibt ja nicht bei dem ursprünglichen. Es wird ja immer schlimmer und schlimmer. Die Leute redeten und Gerüchte wurden immer lauter. Es breitete sich wie ein Lauffeuer aus und je mehr die Leute darüber sprachen, umso mehr junge Mädchen zeigten diese Symptome. Die Leute bekamen natürlich Angst. Was geht hier vor? Was ist hier los? Es ging sogar so weit, dass selbst im Gottesdienst junge Mädchen auf einmal anfingen zu schreien, als hätten sie die größten Schmerzen. Betty und Abigail stammten aus einer sehr anerkannten Familie, immerhin die des Ministers. Und das ging ja auch nicht spurlos an der Gemeinde vorbei. Selbst diese frommen Mädchen aus diesem guten Haus können verhext werden. Kann es jeden treffen? Vielleicht die besonders frommsten? Und dann ging es so wie ganz oft, die Leute fingen an, andere zu beschuldigen, um ihren eigenen Arsch zu retten. Die erste, die verhaftet und auch verurteilt wurde, also mit der Beschuldigung, dass sie Abby und auch Betty verhext hätte, war keine geringere als die Sklavin Tituba. Natürlich wurde sie Opfer dieser Jagd, alleine schon wegen ihrer ethnischen Unterschiede. Und sie war sowieso in ihrer Position als Sklavin ein leichtes Opfer. Die Leute auf der Gemeinde sprangen natürlich sofort auf diesen Zug auf. Ja, natürlich, das war ja uns ja allen klar, dass da sowas hintersteckt. Selbstverständlich ist sie eine Hexe. Uns war das schon längst klar. Ich wusste es. Ich habe es zwar nicht richtig verstanden, aber irgendwas Magisches hat sie irgendwann mal getan. Das habe ich ganz genau gesehen. Die Leute, die bogen sich das genauso hin, wie sie es brauchten und lieferten andere einfach ans Messer. Laut ihrer Ankläger würde Tituba junge Mädchen wie Betty und Abigail mit ihren Geschichten aus ihren Zauberbüchern verhexen und sie dadurch quälen. Sie versuchte sich zu verteidigen und sich auch zu erklären. Sie wollte die Leute von ihrer Unschuld überzeugen. Doch für
Diese Leute war sie ein gefundenes Fressen. Sie war eine Sklavin und niemand glaubte ihr. Niemand glaubte ihr. Die Ungerechtigkeiten gegen Tituba waren allerdings nur die Spitze des Eisberges von dem, was bei der Hexenverfolgung oder den Hexenprozessen in Salem noch folgen sollte. Mit ihr machte man lediglich den Anfang. Kurz nachdem man bei Betty und Abigail diese Verhexung diagnostiziert hatte, merkte man bei der 12-jährigen Anne und bei der 17-jährigen Elizabeth ganz genau die gleichen Symptome. Und auch sie bekam natürlich die gleiche Diagnose. Als man sie fragte, wer ihnen das wohl angetan haben könnte, sagte Anne, Sarah Good und Sarah Osborne. Vielleicht hatte sie nur was gegen Sarahs. Sarah Good kam aus der wirtschaftlichen Unterschicht und war dank ihres ersten Mannes in hohe Schulden geraten. Die Leute, die sie als Hexe nun beschuldigten, sagten außerdem, dass sie sehr eifersüchtig sei und auch sehr neidisch. Also ganz klassisch, so wie eine Hexe halt ist, was wir heute als Hexe bezeichnen. Ihre Nachbarn sagten das über Sarah nicht, weshalb die anderen Leute aus der Gemeinde dachten, sie ist auf jeden Fall eine Hexe und wer das nicht sieht, muss halt auch eine Hexe sein. Also sind die Nachbarn von Sarah Good auch Hexen. Sarahs zweiter Ehemann, William, sprang gleich mit auf den Zug und sagte, ja, ich glaube auch, meine Frau ist eine Hexe. Das würde so einiges erklären. Danke, Liebling. Schön, dass es dich gibt. Sarah Good stellte leider die Glaubensrichtung öfter mal in Frage, also die Werte, die dort in Salem vermittelt wurden. Sie wurde beschuldigt, zwei Frauen oder zwei Mädchen verhext zu haben. Es gab diese unbegründeten Anschuldigungen ohne jegliche Beweise. Ohne einen Beweis. Sarah Osborne, also die andere Sarah, die auch beschuldigt wurde, nun, sie ist früher schon mal unangenehm aufgefallen. Denn sie hatte vor der Ehe Sex mit einem Mann. Was für ein Luder. Außerdem ging sie nur sporadisch in die Kirche. Sie war also alles andere als eine fromme Frau. Die Leute wussten auch, dass sie außerhalb der Ehe Sex hatte. Und ich glaube aber, das musste sie machen, um irgendwie finanziell über die Runden zu kommen. Also sie musste als Sexarbeiterin arbeiten und die Leute beschimpften sie wohl als Hure. Zudem befand sie sich noch in einem Rechtsstreit mit einer sehr angesehenen Familie. Hinter all diesen Anschuldigungen standen also Dinge, die man nicht unbedingt gut anzeigen konnte. Neid, Eifersucht, Rache. Man vermutete, also jetzt mal so zurückgeguckt, dass diese Familie ihren Status ausnutzte, um Sarahs Ruf noch weiter zu deformieren. Ich meine, der war ja eh schon nicht so gut, aber wenn sie sie als Hexe beschuldigten, könnte man sie auch dadurch dann hinrichten lassen. Und das wäre schon sehr effektiv. Für die beiden Sarahs sah es also gar nicht mal so gut aus. Die meisten Frauen, die damals der Hexerei bezichtigt wurden, kamen aus einem geringeren gesellschaftlichen Stand oder hatten einen gewissen Ruf. Zum größten Teil wurden allerdings auch Frauen der Hexerei beschuldigt und die wenigsten Männer. Am 1. März 1692 wurden die drei Frauen, also Sarah, Sarah und Tituba, unerbittlich verhört. Und solange sie nicht zugaben, eine Hexe zu sein, würde das halt auch nicht aufhören. Beide Sarahs sagten, nein, nein, wir sind keine Hexen. Es gibt nichts, was wir gestehen könnten. Wir haben nichts gemacht, wir sind unschuldig. Tituba sagte irgendwann, ja, ich bin eine Teufelsdienerin. Sie sagte, ein großer, in schwarz gekleideter Mann sei zu ihr gekommen und habe verlangt, dass alle Frauen, also Sarah, Sarah und Tituba, ihren Namen in sein großartiges Buch schreiben sollten. Tituba empfand wahrscheinlich diese Befragung von der Justiz so wie, du kannst sie nicht besiegen, also schließ dich denen an. Sag, was sie hören wollen und dann ist es vielleicht vorbei. Also gestand sie eine Hexe zu sein in der Hoffnung, dass sie da irgendwie heil rauskommt. Als Sarah Good die Chance bekam, sich vor 12 Geschworenen zu verteidigen, bestand sie darauf, dass sie unschuldig sei. Sagte aber aus, dass Sarah Osborne und Tituba in Wahrheit die Hexen seien. Also sie versuchte die beiden anderen Frauen ans Messer zu liefern. Für etwas, was sie ja auch gar nicht getan haben. Das brachte ihr aber nichts und so wurden alle drei Frauen der Hexerei beschuldigt und verurteilt. Am 29. Juli 1692 wurde Sarah mit 4 anderen Frauen gehängt. Auch Töchter und Neugeborene dieser Frauen wurden verhaftet und teilweise auch verurteilt. Viele starben unter den Haftbedingungen. Mehr und mehr Frauen und deren Kinder wurden verdächtigt und verhaftet. Später in diesem Monat wurden noch 4 weitere Frauen
wegen Hexerei verurteilt und umgebracht. Zwei dieser Frauen waren eifrige Kirchenanhängerinnen, die sich wirklich darum kümmerten und sehr, sehr fromm waren. Diese hatten eigentlich nichts falsch gemacht. Und das verunsicherte so einige Gemeindemitglieder. Dass allerdings Sarah Goods vierjährige Tochter auch der Hexerei beschuldigt wurde und dafür gehängt wurde, das schien irgendwie niemanden so wirklich zu stören. Das war kein Aufreger. Ich weiß, alle beknackt. Alle beknackt. Dass es jetzt halt auch die Frommsten treffen konnte, das verunsicherte sie nicht nur, es schürte auch die Angst. Niemand traute sich noch frei zu atmen und unterschwellig schwang immer das Gefühl mit, wenn ich selber eine Hexe anzeige, also eine echte Hexe anzeige, dann ist doch bewiesen, dass ich keine Hexe bin. Also, wer verhält sich merkwürdig? Wer ist eine Hexe? Wen kann ich ans Messer liefern, damit ich fein aus der Sache raus bin? Als Martha Corey dann verdächtigt wurde, war ihr Ehemann total geschockt. Er schwor darauf, dass seine bettlägerige, kranke, 80-jährige Ehefrau ganz bestimmt keine Hexe war. Sie war alt, gebrechlich und eine wirklich fromme, gläubige, gottesfürchtige Frau. Doch weil er sich für seine Frau einsetzte, dachten nun viele nur, das ist verdächtig. Vielleicht ist er ja ein Hexer? Wieso setzt er sich jetzt so für seine Frau ein? Bisschen verdächtig, sehr verdächtig. Er muss auch ein Hexer sein, alles klar. Klar, nur weil der eigene Ehemann seine Frau tatsächlich liebt und nicht ans Messer liefert, klar. Aber euch muss ich das jetzt zum Glück nicht erklären. Den anderen, damals, hätte ich es wohl erklären müssen. Nun, Überraschung, er wurde natürlich auch verhaftet. Vor Gericht sollte er sich nun als schuldig oder unschuldig bekennen. Er sagte allerdings gar nichts. Er schwieg. Ihm war es unter anderem auch einfach zu dumm. Er wusste, dass das da alles überhaupt nicht mit rechten Dingen zuging und wollte lieber die Klappe halten. Vielleicht auch, weil er Angst hatte, dass wenn er was sagt, dass es nicht nur gegen ihn ausgelegt werden konnte, sondern auch wenn er dann verurteilt würde, würde sein Land an den Staat oder an das Dorf übergehen. Und das wollte er nicht. Das Land, was er schon seit Jahrzehnten hatte, sollte als Erbe an seine Kinder gehen. Denn Grundbesitz spielte zu dieser Zeit auch eine echt große Rolle. Leider gab es zu dieser Zeit eine legale Foltermethode, um Leute zum Reden zu bringen. Diese benutzte man vor Gericht, besonders dann, wenn sich der Angeklagte weigerte, sich für irgendwas zu bekennen, also zu sagen, ich bin schuldig oder unschuldig. Dann durfte man das anwenden. Da lief es so, dass man, also der Beschuldigte, der legte sich auf den Boden oder wurde auf den Boden gelegt. Und dann legte man immer mehr schwere Steine auf den Körper von diesen Menschen, bis er unter dieser Last entweder nachgab und sagt, okay, ich bin schuldig oder unschuldig, oder die Person darunter starb. Nun, er sagte weiterhin nichts. Zwei Tage lang lag er unter einem Berg von immer schwerer werdenden Steinen, bis er schließlich aufhörte zu atmen und starb. Unter diesen Steinen wurde er langsam zerquetscht. Viele fragten sich auch, wie findet ihr eigentlich heraus, dass das wirklich eine Hexe ist? Woran sehe ich denn das? Nun, die Leute damals waren schon kreativ, auch wenn es total bescheuert klingt, aber es gab damals so etwas, was sie Hexenkuchen nannten. Jetzt nicht den leckeren, wo es ganz viele Rezepte im Internet gibt. Nein, für diesen Hexenkuchen benötigt man Roggenmehl und den Urin von einer verhexten Person. Dieses mischt man dann in einem gewissen Verhältnis zusammen, ich habe die Angaben jetzt nicht, backt ihn auf und gibt ihn dann einem Hund zu fressen. Wenn der Hund dann diesen Pipi-Roggenkuchen gegessen hat und sich danach so verhielt wie die verhexten Personen, dann war diese Person tatsächlich verhext und der Hund würde dann noch darauf hinweisen, wie auch immer, wer die Verursacherin ist, also wer ist die Hexe. Ich habe keine Ahnung, das klingt so bescheuert, ich weiß nicht, wer das freiwillig geglaubt hat, aber heute sind wir alle schlauer. Ich versuche das nicht zu verurteilen, aber naja, doch eigentlich schon ein bisschen. In den meisten Fällen passierte nichts, wenn dieser Hund diesen Kuchen essen musste. Der arme Hund musste Pipikuchen essen. Aber die Reaktion war auch eigentlich eher nicht so wichtig. Das wäre nur so, seht ihr, ich hab's euch ja gesagt. Aber im Grunde war es völlig Wurst, ob der Hund reagiert hat oder nicht. So oder so war die beschuldigte Person eine Hexe. Eine andere
zuverlässige Methode, um herauszufinden, ob es sich dabei um eine Hexe handelte oder nicht, war, sie so lange zu quälen oder so lange zu belästigen, bis die Person freiwillig gestand, dass sie eine Hexe ist. Aber wenn sie gestanden, dann gaben sich die Ankläger damit trotzdem nicht zufrieden. Okay, du bist eine Hexe, also weißt du auch ganz genau, wer die anderen Hexen sind. Also rück raus. Sie mussten also immer noch jemand anderen verpfeifen, um irgendwie oder in der Hoffnung, endlich Ruhe zu kriegen. Sie gestanden ganz oft in der Hoffnung, dann freigelassen zu werden oder wenigstens nicht umgebracht zu werden. Doch es war halt nicht zu Ende und sie mussten wahllos andere beschuldigen. Wenn diese Leute auch zu anderen Leuten ins Haus gingen und dort Bücher über Handlesekünste, Horoskope oder auch nur Salbentöpfe fanden, naja, dann war ja eigentlich schon klar, dass das auch Hexen sind. Alles andere ergibt ja gar keinen Sinn. Außerdem könnte man Hexen ja auch gut an einem bestimmten Muttermal oder an einem Makel erkennen. Feuermal, Hexe. Direkt vom Teufel gesandt. 13 Frauen und 5 Männer wurden der Hexerei bezichtigt und verurteilt. Sie wurden vor dem wütenden Mob der Gemeinde gehängt. Die Gefängnisse waren überfüllt. Gut 150 Menschen saßen als beschuldigte Hexen in den Gefängnissen. Und nicht nur aus dem Dorf von Salem, sondern auch aus den Dörfern und Städten drumherum. Diejenigen, die als Hexen gehängt wurden, wurden noch nicht mal richtig bestattet, da sie sich ja durch ihre Taten von dem Weg Gottes abgewendet hatten. Es gab einen Gendarm. Dieser weigerte sich, noch mehr Frauen einfach so zu verhaften und ins Gefängnis zu stecken. Naja, also lieb von ihm, aber er wurde auch gehängt. Wer mit Hexen sympathisiert? 78% der damals beschuldigten Menschen waren Frauen, die in der Gesellschaft sehr weit unten standen. Viele Diener, Sklaven, amerikanische Ureinwohner wurden sowieso potenziell als Gefahr angesehen, alleine schon wegen ihrer anderen Hautfarbe. Die Massenhysterie aus dieser Zeit hatte nicht wirklich was mit der Angst vor der Hexerei zu tun, denn es gab keine nachgewiesene Magie oder Hexerei. Es war vielmehr eine passende Gelegenheit, um die Erzählung über Randgruppen mit ihren schlechten Eigenschaften weiterzutragen. Also indem man die Randgruppen weiter als die Bösen und als die Gefahr darstellen konnte. Als Rechtfertigung nehmen konnte, um diese weiter aus der Stadt vorzutreiben. Doch was ist eigentlich wirklich passiert? Was ist mit den jungen Mädchen passiert? Warum haben sie sich so verhalten? Suchten sie nur Aufmerksamkeit? War es ein ausgedachter Plan von gehobenen Familien, um Störfaktoren aus dem Weg zu räumen? Wurden sie wirklich verhext oder waren sie sogar besessen? Historiker haben diesen Fall Jahre oder Jahrzehnte untersucht. Und dann kamen sie zu einer recht simplen Erklärung. Hauptsächlich bauten die Menschen dort in der Landwirtschaft an. Auch Roggen, was weiterverarbeitet wurde und was man halt auch täglich zu sich nahm. Es könnte sein, dass im 17. Jahrhundert zu dieser Zeit die Leute das Mutterkorn, was mit einem Pilz behaftet ist, nicht entfernt haben. Und wenn man das mitverarbeitet und verzehrt, kann man einige unschöne Symptome bekommen. Halluzinationen, Muskelspasmen, Blutkreislaufstörungen oder auch Empfindungsstörungen. Außerdem findet man in diesem Mutterkorn auch einen Bestandteil, der auch im LSD vorkommt. Also vielleicht waren diese Mädchen auf einem ungewollten, krassen Trip. Andere vermuteten, dass eigentlich gar nichts passiert ist und man solche Sachen nur behauptet hätte, um sich dieser Leute zu entledigen. Also, dass kein Kind auffällig agiert hätte, dass es einfach nur erfunden wurde und dann halt gezielt auf verschiedene Leute gezeigt wurde. Am 22. September 1692 wurden die letzten 6 Frauen gehängt. Danach stellte sich dann ein Geistlicher auf die Hinterbeine. Er legte Einspruch ein und sagte, es sollen lieber 10 Hexen entkommen, als dass auch nur noch eine weitere Frau unschuldig gehängt wird. Der letzte Hexenprozess wurde im Januar 1693 durchgeführt. Die bis dahin noch im Knast sitzenden Verdächtigen wurden freigelassen, wenn sie denn das Entlassungsgeld aufbringen konnten. Wenn nicht, hat man sie einfach im Kittchen gelassen, obwohl sie freigelassen worden sind und fälschlicherweise beschuldigt wurden. Wenn du das Geld nicht bezahlst, bleibst du halt drin. In den darauffolgenden Jahren haben die Familienmitglieder der zu Unrecht hingerichteten Menschen eine Entschädigungszahlung erhalten. Im Jahr 1992 gab es in Salem eine Gedenkveranstaltung,
um an diese Hexenprozesse in Salem zu erinnern. Gut 300 Jahre nach diesen Hexenprozessen, im November 2001, erklärte man dann offiziell alle Verdächtigen, alle Verurteilten, alle Gehängten rückwirkend als unschuldig. Dieser Fall ist in die Geschichte eingegangen. Ich meine, jeder kennt den Fall. Jedoch ohne die skandalösen Hintergründe, was wirklich passiert ist und warum wahrscheinlich so viele unschuldige Menschen gehängt wurden. Ich meine, sie wurden alle ohne Beweise, ohne die Chance auf Verteidigung, ohne die Chance auf einen fairen Prozess einfach hingerichtet. Oftmals erinnert man sich an so historische Ereignisse wie diesen hier, ohne genau zu wissen, worum es da eigentlich ging, was es wirklich auf sich hatte. Mit Hexen hat dieser Fall tatsächlich nichts zu tun. Andere Ansichten, andere Herkunft oder jemand, der einfach für den Großteil der Bevölkerung nicht ins Bild passt. Darum wurden die Menschen damals verurteilt und hingerichtet. Und das war der Fall über die Hexen von Salem, die keine Hexen waren, aber lange als solche dargestellt wurden. Auch so, als wäre das, was dort passiert ist, richtig gewesen. Aber das war es nicht, ganz und gar nicht. Ganz und gar nicht. Und was nehmen wir heute aus diesem Fall mit? Wir meckern ja sehr oft und gerne über die Justiz in diesem Land und unser Rechtssystem. Es ist nicht perfekt, es hat Fehler und würden wir viel mehr an die Opfer denken und nicht an die Zukunft der Täter, wäre mir das auch um einiges lieber. Aber wenn man sich jetzt vorstellt, man wird fälschlicherweise beschuldigt und so lange gefoltert oder unter Druck gesetzt, bis man schließlich einknickt, gesteht oder stirbt, dann ist das, was wir jetzt haben, wesentlich besser. Nicht fehlerfrei, aber tausendmal besser als das, was sie damals in Salem hatten oder wo es in manchen Teilen auf der Welt immer noch so ist. Ohne Beweise, weggesperrt, angeklagt, so lange gefoltert, bis jemand gesteht oder stirbt und dann gegebenenfalls unschuldig hingerichtet wird. Na gut, lass mich gerne wissen, was du über diesen Fall denkst. Und das ist der Look. Und total anders. Ich habe es total verpeilt. Es tut mir leid. Ich wollte tatsächlich einen Heiligenschein noch holen. Ich habe jetzt leider nur einen dunklen. Und dunkel passt auch irgendwie besser als weiß, glaube ich, zu mir. Ja, aber das ist der Look. Es soll ein Engelchen sein mit einem sehr süßen Make-up. Ich bin allerdings eher ins Rosa gegangen und nicht ins Silber, weil ich mag Rosa lieber als Silber und habe mir jetzt so versucht, ein paar Steinchen aufs Auge zu kleben. Das war ganz schön Krampf. Ja, die Outtakes gucken, sehen das dann. Aber okay. Ja, das ist der Look. Ich fand es jetzt einfach ganz schön und auch ganz ruhig. Für tagsüber ist es ein bisschen krass. Gut, dass wir jetzt 8.59 Uhr haben, Sonntag früh, 8.59 Uhr, ja, aber das ist ein Look, mit dem gehe ich auch gerne Gassi, das ist gar kein Problem, ich nehme nur mein Möchtegern-Heiligenschein ab und dann geht's los, ja, gar kein Problem, damit geht das, also ein Halloween-Look, mit dem ich mich auch heute vor die Tür traue. Na gut, ich hoffe, du hast einen fabelhaften Tag, pass bitte gut auf dich auf. Triff gute Entscheidungen und bis zum nächsten Mal am Donnerstag wünsche ich dir was.